Ach, Johannes Margrat, da kommen nun die drei Volksanwälte an die Reihe. Als erster spricht Werner Amon von der ÖVP nominiert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir diskutieren heute den Bericht der Volksanwaltschaft des Jahres 2019. Ein Bericht, der zweigeteilt ist. Der eine Teil beschäftigt sich mit allen Fragen der sogenannten nachprüfenden Kontrolle, der Kontrolle der öffentlichen Verwaltung. Das ist jener Teil des Berichts, der jene Kompetenzen umfasst, die wahrscheinlich an der Öffentlichkeit die bekanntesten Kompetenzen und Aufgaben der Volksanwaltschaft sind. Und der zweite Teil beschäftigt sich mit der präventiven Menschenrechtskontrolle, einer Kontrollaufgabe, die die Volksanwaltschaft wahrnimmt, eine Aufgabe im Verfassungsrang und bei der die Volksanwaltschaft mit ihren Kommissionen Orte der Freiheitsbeschränkung, Orte der Freiheitsentziehung visitiert, aufsucht und feststellt, ob hier die Gefahr einer Menschenrechtsverletzung vorliegt. Ein ganz wichtiges Mandat, das die Volksanwaltschaft hier auch im Auftrag des Parlaments wahrnimmt, denn, und darauf legen wir besonderen Wert, die Volksanwaltschaft ist ein Organ des Parlaments, ist ein Kontrollorgan dieses Hauses und darauf legen wir eben auch einen ganz besonderen Wert. Ich möchte auch ansprechen, dass auch wenn, wie das von einigen Vorrednern auch schon gesagt worden ist, sich jährlich etwas mehr als 16.000 Menschen an die Volksanwaltschaft wenden, weil sie mit der Abwicklung eines Verwaltungsvorgangs, sagen wir es ganz allgemein, nicht einverstanden sind, dann klingt das sehr viel. Das sind immerhin zwischen 60 und 80 Beschwerdefälle pro Arbeitstag. Das klingt zunächst einmal wirklich enorm. Wir möchten aber ausdrücklich betonen, dass das nicht bedeutet, dass Österreich ein schlecht verwaltetes Land ist. Denn man müsste ja dieser Zahl die Zahl aller Verwaltungsakte, die tagtäglich in unserem Land vorgenommen werden, gegenüberstellen. Eine Zahl, die wir gar nicht zusammenzählen können, weil sie wahrscheinlich so enorm ist und weil das alles so verflochten ist, Bundesverwaltung, Landesverwaltungen und Gemeindeverwaltungen. Wir haben sehr wohl den Eindruck, dass Österreich ein exzellent verwaltetes Land ist. Manche sagen ja sogar ein überverwaltetes Land. Aber jedenfalls ist es so, dass ja nicht unsere Aufgabe ist, dorthin zu sehen, wo alles funktioniert, sondern unsere Aufgabe ist es eben, dorthin zu schauen, wo sich Menschen ungerecht beurteilt fühlt. Ich habe schon gesagt, über 16.000 Beschwerdefälle im Jahr. Davon waren wir bei 4.500 nicht zuständig. Bei 4.000 haben wir ein Verfahren ohne Prüfung, ohne tiefergehende Prüfung vorgenommen. Bei über 8.000 wurde ein Prüfverfahren eingeleitet. Und von diesen 8.000 Verfahren betrafen etwas mehr als 5.000 die Bundesverwaltung und etwa 3.000 die Landes- und Gemeindeverwaltungen, wobei wir als Volksanwaltschaft für die Bundesländer Tirol und Vorarlberg nicht als Landesvolksanwaltschaften tätig sind. Dort gibt es eigene Landesvolksanwaltschaften und dort prüfen wir nur sozusagen alles, was die Bundesverwaltung anlangt. In der Bundesverwaltung entfielen etwa 29% aller Beschwerden auf die Bereiche Arbeit, Soziales und Gesundheit, 22% auf die Justiz und etwa 20% auf den Bereich der inneren Sicherheit. Und auch in der Landes- und Gemeindeverwaltung gibt es ein relativ klares Bild. So betreffen etwa 27% das Sozialwesen, 21% die Raumordnung und das Bauwesen, dicht gefolgt von Fragen der Staatsbürgerschaft, der Straßenpolizei und anderer Angelegenheiten. Der zweite Teil des Berichtes ist dieser nationale Präventionsmechanismus zum Schutz der Menschenrechte. Ich bin schon kurz darauf eingegangen. Auch hier waren wir mit unseren Kommissionen, glaube ich, recht aktiv. Im Berichtszeitraum haben hier über 500 solcher Visitationen stattgefunden. Das sind in etwa 10% aller Einrichtungen.
Wir haben ungefähr 5000 solcher Einrichtungen in Österreich, in denen Maßnahmen der Freiheitsbeschränkung oder der Freiheitsentziehung gesetzt werden. Und jährlich überprüft die Volksanwaltschaft mit ihren Kommissionen etwa 10% dieser Einrichtungen. Und wir haben bei über 30 Polizeieinsätzen ebenfalls eine begleitende Kontrolle vorgenommen. Ich erlaube mir auch, auf andere Bereiche der Volksanwaltschaft hinzuweisen, weil das oft in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Wir vollziehen das Heimopfergesetz, wo also Menschen, die in Kinderheimen oder in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt misshandelt oder missbraucht worden sind, die Möglichkeit haben, eine kleine Rente zu erhalten. Auch das wird kommissionell natürlich überprüft. Wir sind zuständig für die Behindertenrechtskonvention, um eben Menschen mit Behinderungen ein entsprechendes Dasein zu ermöglichen. Und wir sind, die Frau Vorsitzende Diesner-Weiß hat darauf verwiesen, wir sind Sitzstaat des International Ombudsman Institutes, einer globalen Organisation parlamentarischer Ombudseinrichtungen, in der sich mittlerweile über 200 Organisationen aus über 100 Staaten zusammenfinden, um die Menschenrechtskontrolle und die Zusammenarbeit gerade im Zusammenhang mit den Menschenrechten zu intensivieren. Ich möchte dem Hohen Haus danken, dass wir die beiden Teile der Berichte an zwei Tagen sehr intensiv beraten haben. Ich denke, es ist auch sichtbar geworden, dass die Volksanwaltschaft eine wesentliche Kontrolleinrichtung der Republik ist. Wir bemühen uns natürlich auch um eine Ausweitung unserer Kompetenzen, weil wir gerade im Bereich der ausgegliederten Einrichtungen von Gebietskörperschaften, wie das Länder oder Gemeinden sind, keine Möglichkeit der Kontrolle haben. Wir unterscheiden uns da ein wenig vom Rechnungshof. Es geht hier vor allem um Einrichtungen, die nach wie vor im mehr oder weniger vollen Besitz dieser Gebietskörperschaften sind. Aber es ist ja einigermaßen absurd, dass wir etwa, wenn man Spitäler betrachtet, bei einigen Spitälern die Prüfkompetenz haben, weil sie nicht ausgegliedert sind. Bei anderen Spitälern haben wir diese nicht, dürfen aber dort den Patientenanwalt etwa überprüfen. Also das mutet ein wenig absurd an und hier wäre ein Ersuchen an den Gesetzgeber, eine entsprechende Kompetenzvornahme durchzuführen. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich für die Debatte und Ihre Aufmerksamkeit.